Hello und Alaf, wie man in den Tagen, in tollen Tagen jetzt sagt. Wir haben also heute Sonntag, Karnevalssonntag. Die Schul- und Friedhofszüge in Köln werden laufen, andere Rosenmontagszüge auch. Ich bin hier aber wahnsinnig verkleidet, damit ihr auch seht, dass ich diesen Tag sehr ernst nehme. Denn heute sind wir ja alle fröhlich und morgen natürlich auch, trotz Wind. Damit ihr seht, wie fröhlich wir sind, habe ich ein Buch mitgebracht. Unter anderem von Lorenz S. Beckhardt, Der Jude mit dem Hakenkreuz, eine deutsche Familie. Kein Roman, ein Sachbuch, eine Biografie, denn Lorenz Beckhardts Großvater Fritz, hochdekorierter Soldat, kam aus dem Ersten Weltkrieg zurück nach Deutschland. Er fühlte sich auch als Deutscher, obwohl Jude ist. Und das war nach dem Ersten Weltkrieg noch kein Makel, das wurde erst einer nach 1933. Und er wurde auch, der Opa Fritz wurde auch verhaftet von den Nazis wegen sogenannter Rassenschande und kam ins Gefängnis, und auf Betreiben seines ehemaligen Fliegerkommandanten Göring kam er wieder raus. Das heißt, er war mit Göring recht gut bekannt. Er war auch ein sehr strammer Nationalsozialist. Lorenz Beckhardt erfuhr so nach und nach, als er älter wurde, mit 18, die Geschichte seines Vaters, seines Großvaters, der Familie überhaupt, die im Rheinland lebte, und ging auf Spurensuche, um einfach mal festzustellen, warum er auch teilweise Probleme hatte mit den Nachbarn, mit den Leuten. Er konnte sich das nicht vorstellen, warum das so schlimm sein sollte, Jude zu sein. Die Probleme wurden immer größer, nämlich da, als er sein Eigentum zurückhaben wollte, das Eigentum der Großeltern, denn dann begannen die Probleme erst richtig. Eine Biografie, die sich teilweise liest wie ein Krimi. Und zu empfehlen wäre, diese deutsche Vergangenheit noch ein bisschen von einer etwas anderen Perspektive beleuchten will, denn der Fritz Beckhardt war wohl einer der wenigen heute bekannten strammen Nationalsozialisten jüdischen Ursprungs, also eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Ich möchte heute mal keine Romane vorstellen, sondern eben Sachbücher. Und da gibt es eine kleine Reihe aus dem Bebra Verlag. Drei Bände bis jetzt erschienen. Die nennt sich Berliner Orte. Und das ist kein Reiseführer, sondern es sind Geschichten für Tongs, kurze Abrisse, die sich um Berlin drehen. Und das Besondere hier dran ist, die drei Autoren, die es bis jetzt gibt, sind alles Leute, die natürlich in Berlin lebten, und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist Kurt Tucholsky mit seinem Buch Westend bis Köpenick, Walter Benjamin, Stadt des Flaneurs, und Hans Ostwald, Dunkle Winkel. Hans Ostwald ist der älteste von den dreien, und er schreibt aus einer Zeit in Berlin knapp Anfang des 20. Jahrhunderts, zwischen 1904 und 1914-16. Und diese kurzen Feuilletons zeigen uns das Berlin, das wirkliche Berlin, nicht das der Reichen, sondern das der Unterlegenen, der Prostituierten, der Drogenabhängigen. Also er treibt sich in den Winkeln rum, in denen normale Besucher auch Berlins sich nicht so gerne hingetraut haben, und brachte dies zu Papier. Walter Benjamin hat ja sehr viel Autobiografisches, er war ja ein Berliner durch und durch. Diese Biografie, die auch hier in Teilen abgedruckt ist, wurde 1933 geschrieben, aber nie veröffentlicht. Erst Adorno hat es in den 50er Jahren dann veröffentlicht. Hier die Auszüge, die da drin sind, sehr, sehr lesenswert. Natürlich auch Kurt Tucholsky, der unter seinen verschiedenen Pseudonymen immer mal wieder über Berlin geschrieben hat, in verschiedensten Zeitungen. Und das ist einfach ein Lesevergnügen, dieser Kurt Tucholsky, wie auch die beiden anderen. Alle drei haben eins gemeinsam, es sind linksorientierte Schriftsteller und Journalisten. Und das merkt man den Texten auch an, denn der Blick, dieser kritische Blick, ist alles andere als gut bürgerlich. So, dann habe ich noch zwei Bücher, die sich mit der jüngeren Vergangenheit Deutschlands beschäftigen. Sobald ich sehe es als jüngere Vergangenheit, nehme ich Der Mauerfall und was danach geschehen ist. Das erste Buch ist aus dem Christian Links Verlag und nennt sich Geteilte Geschichte, 25 deutsch-deutsche Orte und was aus ihnen wurde. Die werden hier beschrieben, die hatten zentrale, wichtige Funktionen, als es noch die zwei deutschen Staaten DDR und BRD gab. Wir wissen ja, BRD ist verfassungsfeindlich, der Begriff BRD ist verfassungsfeindlich und darf nicht benutzt werden. Ältere unter euch werden das noch wissen. Und da sind also Orte dabei, wie zum Beispiel
das Postzollamt Falkenberg in der DDR. Da sind alle deutschen, westdeutschen Paketsendungen angekommen und durchleuchtet worden in Form aufgerissen und reingeguckt, was drin ist. Und so sind viele Orte dabei, auch in kurzen Texten, die zeigen, was damals gewesen ist, warum es diese Orte gab und was heute daraus geworden ist, wenn sie nicht gar abgerissen wurden. Aber viele, die auch Gebäude stehen noch und haben jetzt eine andere Funktion. Ein amüsant zu lesendes Buch, ein wirklich sehr interessantes für uns, die diese Zeit erlebt haben und aber auch für Jüngere, die die DDR nur aus Hörensagen kennen. Das war deutsche Wirklichkeit und was dort geschehen ist, das war zwischen Deutsch und Deutsch geschehen. Mir wird langsam so ein bisschen warm unter der Mütze, aber ich muss da durch, ne? Hello. Und ein Buch habe ich noch und wenn ich das vorgestellt habe, kann ich dann mir die Mütze runterreißen. Und dieses Buch ist von einem Satiriker, nämlich dem Peter Ensikat. Peter Ensikat, ihr könnt ja nichts dafür. Untertitel: Ein Ostdeutscher verzeiht den Wessis. Ja, Ensikat, wer ihn kennt als Satiriker, weiß, dass wenn er hier was geschrieben hat, dass man das auch mit einem leichten bis schweren Schmunzeln lesen kann. Seine Kapitel sind kurz, er hat also ganz viele Kapitel geschrieben, unter anderem eben, und dann kann man sich vorstellen, was er dort vergleicht, wie er die Westdeutschen gesehen hat, ne? Der deutsche Wähler, der deutsche Steuerzahler, die fünfte Kolonne Moskaus, auch ein Begriff aus den 70er Jahren, der ewige Sozialdemokrat, das Lied der Deutschen, deutsche Unterhaltungskunst. Also das sind alles kurze Kapitel, die das westdeutsche Leben aus dieser Sicht eines Ostdeutschen zeigen und er uns den Spiegel vorhält, denn so toll war es bei uns im Westen auch nicht. Die DDR war ein Staat, da kann man viel drüber diskutieren, der also viele Schwächen hatte, auch gute Sachen, aber eben auch die Schwächen. Aber der Westen war in manchen Dingen überhaupt nicht anders. Er schreibt das sehr amüsant, sehr lesenswert. Dieses ist wieder aus dem Bebra Verlag erschienen. Ihr seht auch, heute habe ich etwas kleinere Verlage, wo ich die Bücher vorstelle. Und schaut mal einfach rein. Es macht Spaß. So, und jetzt wart das mal wieder aus unserer kleinen Bibliothek hier in Essen im Ruhrgebiet. Ich wünsche euch noch schöne Karnevalszeit, eine gute Woche. Nächste Woche geht es dann mit den ersten oder den nächsten 2016er Büchern durch los. Ich bin mittendrin im Lesen und habe hoffentlich ein paar sehr, sehr schöne schon herausgesucht, auch spannende Sachen. Lasst euch überraschen, ich mache Schluss, ich reiß mir gleich die Mütze runter und hör auf mit Feiern, denn ich bin in Köln geboren, daher bin ich kein Fan von Karneval. Macht's gut, tschüss.